Carsten Thum, Duisburg 2027 geht weiter. Ist ja logisch, dauert ja noch ein paar Jahre bis dahin. Aber was ist eigentlich Duisburg 2027? Also Duisburg 2027 ist ein Prozess, wo wir uns einerseits einen neuen Flächennutzungsplan erarbeiten. Das heißt also, der Plan für das gesamte Stadtgebiet, der ausweist, wo werden sich Gewerbeflächen, wo werden sich Wohnbauflächen, wo werden sich Freizeitflächen und Infrastruktureinrichtungen befinden. Also diesen Plan, der die Grundlage ist für unsere Bauleitpläne, den werden wir jetzt erarbeiten. Aber dem liegt eben auch noch ein weiterer Prozess zugrunde, nämlich die teilräumlichen Strategiekonzepte. Und das heißt, wir arbeiten in den Bezirken diese Pläne jetzt aus und haben die ausgearbeitet, stellen die jetzt vor. Es geht weiter mit dem Prozess und mit der Bürgerbeteiligung und wir verkünden jetzt die entsprechenden Termine. Und das Ganze ist ja nicht ganz neu, das ist praktisch im Jahr 2008 schon gestartet. Es gab schon jede Menge Zusammenkünfte, es gab Bürgerforen, es gab jede oder vielfältige Arten der Bürgerbeteiligung und das auch durch alle Generationen hindurch. Das geht jetzt weiter und die Auftaktveranstaltung dazu wird am 28.01. sein. Richtig, wir werden also jetzt mit einer Auftaktveranstaltung beginnen und werden danach aber auch in den Bezirken entsprechende Veranstaltungen vor Ort haben, 7 an der Zahl, in jedem Bezirk eine. Also wir wollen auch vor Ort, wir wollen dorthin, wo die Menschen wohnen, wo die Menschen zu Hause sind und vor allem, wo die sich auskennen. Denn niemand weiß besser Bescheid über sein unmittelbares Umfeld als die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Deshalb bieten wir die Veranstaltung in Abstimmung mit den Bezirksvertretungen der jeweiligen Bezirke jetzt Ende Januar, Anfang Februar vor Ort an. Und der Prozess ist jetzt relativ kurzfristig angesetzt, denn im Mai soll es eigentlich schon ein Ergebnis geben. Und es werden nicht nur die Bürger beteiligt, sondern darüber hinaus auch alle Institutionen, die Wirtschaft und so weiter und so fort. Ja, wobei andererseits natürlich auch mancher denkt, ja gut, der Prozess läuft seit 2008, von daher kurzfristig ist immer relativ. Wir wollen jetzt den nächsten Schritt aber so komprimiert auch voranbringen, damit wir auch in der Planung weiterkommen. Das heißt, wir haben ja die zurückliegende Zeit genutzt, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wir haben die zurückliegende Zeit genutzt, uns die Probleme, Sorgen, Nöte, aber auch Erfordernisse darlegen zu lassen. Und daraus sind jetzt viele, viele Pläne entstanden. Und die zeigen wir jetzt. Das heißt, man macht jetzt eigentlich eine Präsentation der Ergebnisse. Und dafür haben wir uns einen engen Zeitraum gegeben für das Verkünden und für das Beteiligen. Wir wollen im Mai aber dann auch tatsächlich aus diesen Gesprächen natürlich auch die Rückmeldung wieder einarbeiten in unsere Konzepte und dann auch möglichst noch vor der Sommerpause, vielleicht auch kurz danach, dieses Ergebnis dann der Politik auch vorstellen, um einen entsprechenden Beschluss für die weitere Vorgehensweise für die Flächennutzungsplanung dann zu erzielen. Also einerseits ein langer Zeitraum für diese Phase, die wir jetzt vorhaben, ein kurzer Zeitraum, damit das dann auch an alle gleichzeitig geht, an alle Bezirke gleichzeitig auch verkündet wird. Jetzt spielt bei Ihnen oder bei diesem Prozess eine Transparenz eine Rolle, die, ich sag mal, nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ja, das stimmt. Also so ein Prozess, den wir uns da gönnen, der ist nicht vorgeschrieben. Also teilräumliche Strategiekonzepte oder nennen wir es einfach Stadtteilkonzepte zu erarbeiten, ist eine freiwillige Aufgabe. Aber ich halte das für eine sehr wichtige Grundlage, um hinterher dann einen solchen behördenverbindlichen Plan wie den Flächennutzungsplan auch auf eine Basis zu stellen, die abgestimmt ist. Das heißt, hinterher soll auch jeder, der möchte, sich an diesem Prozess beteiligt haben können und dann auch sagen können, ich war dabei, ich habe mich beteiligt, ich habe auch meine Wünsche, Anregungen mit eingebracht und ich finde mich in diesem Plan hinterher auch wieder. Also das Ziel dieser Beteiligung dient einer Transparenz, wie Sie es gesagt haben, dient einer Beteiligung von breiten Bevölkerungskreisen, Verbänden, Vereinen, Institutionen, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Und wir haben damit mehr Akzeptanz hinterher fürs weitere Vorgehen. Das ist das Ziel. Was ist denn jetzt mit demjenigen oder derjenigen, die bisher nicht teilgenommen hat? Kein Problem. Die Termine, die wir jetzt anbieten, sind offen. Jeder kann, der möchte, an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Wer also bisher sich mit dem Konzept oder mit den Plänen nicht befasst hatte, der wird genauso nochmal auf einen neuen Stand gebracht. Also deshalb kann ich nur raten, jedem, den es interessiert, was in seinem Bezirk zukünftig passieren wird, wo wird sich Wohnen, wo wird sich Gewerbe, wo wird sich Freizeit abspielen,
Wer möchte, sollte zu diesen Veranstaltungen gehen und jeder wird auf einen aktuellen Stand gebracht, sodass er auch mitdiskutieren kann. Jeder kann also jetzt noch einsteigen. Wie ist denn jetzt so Ihre persönliche Einschätzung? Ich meine, Sie müssen natürlich von Berufswegen wahrscheinlich schon eine ganz bestimmte Position vertreten, aber auf welchem Weg ist die Stadtentwicklung in Duisburg? Ist sie auf gutem Wege? Auf jeden Fall. Also wir suchen ja jetzt die Ziele für die Zukunft in der Hinsicht, als dass wir uns selber eine Richtung geben wollen, wie wir unsere Stadt lebenswert und zukunftsfähig gestalten wollen. Dazu dient dieser Prozess, dazu dienen diese Pläne. Dabei geht es sicherlich um die Zukunft insofern, als dass wir uns auch über neue Wohnbauflächen und Gewerbeflächen unterhalten. Aber es geht auch um den Bestand. Also wir wollen natürlich auch vor Ort in den Stadtteilen dafür sorgen, dass alle auch das weiterhin vor Ort finden, was sie zum Leben, zum täglichen Leben benötigen. Von daher ist das schon ein Prozess, den wir für sehr, sehr wichtig halten und grundlegend auch für unsere weitere planerische Zukunft. Zusätzlich müssen wir natürlich auch den Gegebenheiten ins Auge schauen. Also wir sind mal mit 600.000 Einwohnern gestartet und haben jetzt unter 500.000. Also wir müssen auch dem demografischen Wandel rechnen. Und das wird wahrscheinlich noch niemals das Ende sein. Es wird wahrscheinlich noch weniger werden. Korrekt, ne? Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, vor der wir stehen, wie man dieses nun auch in eine solche Planung integriert. Wir haben nicht umsonst die ein oder anderen Industrieflächen inzwischen zu Freizeitstandorten umgewandelt und auch diesen Themen werden wir Rechnung tragen. Trotzdem, wir brauchen auch Neubauflächen, weil auch unser Bestand überaltert ist und weil wir natürlich auch den ein oder anderen gerne in unsere Stadt locken wollen, um hier heimisch zu werden. Also mit anderen Worten, es gibt sehr viel zu tun und der Prozess geht weiter. Vielen Dank, Carsten Thum. So ist es, danke.